Herzlich willkommen zurück zu Moonchild, Let's Play Moonchild, nicht vergessen. Wir sind in einem Let's Play und wir haben das Intro hinter uns. Wer es nicht weiß, unsere Tochter Moonchild oder die von der Herrin Calypso wurde entführt. Und wir sind jetzt dabei, diesen Typen mit dem grünen Cape, wollen wir jetzt zum Arzt bringen, damit er seine Amnesie vergisst. Heiliger Geist, ich hatte ihn schon fast vergessen. Mana-Trank. So, die Steuerung ist, glaube ich, ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ob man die Maus wirklich braucht. Also ich steuere gerade noch mit Tastatur und Leertaste. So, dann schauen wir mal in den Raum rein, vielleicht finden wir noch einen Hinweis. Ah, ich kann auch mit der Maus nicht bewegen. So. Wer immer meine Tochter entführt hat, ist aus diesem Fenster entkommen. Map 50, Event 3, EV003, 9,5. Aha. So, in den Schrank gucken. Okay, hier sind sogar Luke. Und jetzt wissen wir das. Magiestein, für meine Mutter, ein wunderschönes Schmuckstück. Tja, das wollte Moonchild uns wahrscheinlich gerade bringen. Oh, Moonchild. So. Gucken wir mal. Na gut, da sieht man dann auch, wie die Leute rumhantieren. Und wenn das Zimmer von Moonchild ist, mit diesem Bild, das ihr so ähnlich sieht, dann würde ich mal darauf tippen, dass das unser Zimmer ist. Und mal gucken, ob wir noch irgendwas in den Skripten finden. Ich habe für Moonchild 3 Kerzen angezündet. Möge der Heilige Geist mit dir sein. Mit mir sein. Der Heilige Geist klingt so ein bisschen seltsam. Ah, da. Wie kann ich das Spiel spielen? Du kannst es mit Tastatur und oder mit der Maus spielen. Das haben wir schon herausgefunden. Das Spiel wird über die Enter- und ESC-Tasten gespielt. Aha. Wenn du mit der Maus spielst, Enter ist das gleiche wie links und ESC ist das gleiche wie rechts. Untersuche den Untergrund und versuche den Ausgang zu finden. Wenn du die Spur verloren hast, kannst du Calypsos Fähigkeit Reden benutzen, um eine Zusammenfassung zu bekommen, was du zu tun hast. Okay, dann... Ah! Mit der rechten Maustaste kommen wir ins Pausenmenü und das sehen wir auch, wie lange wir gespielt haben. Und Fähigkeiten. Die Frau kann teleportieren und sie kann reden. Gabriel, wir müssen nach Helvinia gehen, südöstlich von New Haven. Und um die Hilfe meiner Freunde bitten. Wir finden sie auf der Rückseite von Diddledell, wo die Bedachung am dicksten ist. Okay, was für Fähigkeiten hat dann er? Nichts und... verloren. Wir sind Level 1, er ist Level 2. Ausrüstung. Na, normale Kleidung könnte man sogar anziehen. Aber da würde uns ziemlich viel verloren gehen. Und wir haben ein Ritterschwert. So. Uns dürfte es noch allen gut gehen. Der hier ist ziemlich vorne in den EP. Aber dann gucken wir einfach mal. Speichern. File 2. So, haben wir gespeichert. Und es gewittert immer noch draußen und sogar in echt. Na, mal sehen. Da ist irgendwas Glitzerndes. Ah, das ist ein Speicherpunkt. Sehr seltsam. Aber gucken wir uns mal um. So, hier ist nix.
Tja, ist ja eigentlich schon ziemlich funny, das Spiel. Oh, da ist ein Buch. Das sind so Tutorial-Bücher, wie ich sehe, oder zumindest Erklärungen. Das ist auch lustig gemacht. Oh, da sind Ratten. Wie kann ich besser kämpfen? Stell dir sicher, dass du immer die besten Waffen und Kleidung ausgerüstet hast. Um an diesem Auszurüsten im Hauptmenü, indem du ESC drückst, in der linken Spalte nach Ausrüsten klickst. Danach wählst du den Charakter aus und das hatten wir ja. So. Dann kämpfen wir mal gegen eine Ratte oder auch zwei Ratte. Kämpfen, Angriff, Ratte, Angriff. Ach du Heiliger. Die haben sie aber ziemlich zerschnitzelt, der Typ hier. Jetzt hat das Bild gewackelt. Sehr interessant, aber lustig. Nicht mehr das typische Gegenüberstehen, sondern wir haben unsere Charaktere, die uns mal angucken. Aber das hier sieht mir verdammt nach irgendeinem Extra aus. Ah, nee, das sind Ratten. Nebel. So, da wir wissen, dass wir die mit einem Schlag töten. Oh. Ah, die Ratte hat den Typen hier angegriffen, wie es scheint. Ah, ein Magiestein. Ha. Einfach mal so rumklicken und dann Magiestein finden. Warum nicht? Ah, okay, hier sind Dornen, hier ist ein Schalter. An. Und jetzt sind die Dornen weg. Ha. Instinktiv den richtigen Weg gelaufen hier, Leute. Das ist ja richtig interessant. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich die Uhr einstelle. Was sagt unser. Yep. Damit ich nicht immer wieder überziehe, weil ich das zu oft schon getan habe in anderen Let's Plays. Tja, hier komme ich nicht weiter. Ja. Mal sehen, was da oben in der Kiste drin ist. Heilpflanze. Ja, das ist bestimmt. Ja, mal sehen, was haben wir denn? Gegenstände. Halt 50 Mana-Punkte. Fügt plus 2 Magie hinzu. Entfernt Giftstatus. Ein eisernes Messer, physische Power und normale Kleidung. So, der hat Mana verbraucht, glaube ich. Naja, dann gehen wir mal weiter. An den Fässer vorbei und die grüne Grütze. Ist seltsam. Hier sollte mir jemand putzen. So. Okay, das war ich jetzt nicht, zumindest nicht wissentlich, aber ja, gucken wir mal weiter. Rattenschwärme. Kämpfen, Fähigkeit, ja. Angriff, Fähigkeiten, kann man nicht. Ah, der hat zuklagen und die Ratte hat er geschlagen. Aber gerade ist zumindest noch ziemlich einfach. Weil die Ratten machen ja keinen Schaden. Ja. 10 XP. Jo, und alle Ratten auf einen Streich besiegt. Geschwindigkeitsstein. Belebendes Kraut. Ja, einfach mal so rumklicken, das bringt's doch voll. So, ich finde es richtig niedlich, wie die Leute hier aussehen, besonders der mit seiner Kutte. Das sieht so aus, als würde sein Gesicht so halbwegs verdecken, obwohl er keine Ahnung hat, wer er ist. Das sind Instinkte, der weiß, dass er ein Schurke ist. Ah, und da ist 114 Goldmünzen. So. Ja, hier der. Der typische. Das ist ein Dance. Du, 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 du. Sehr lustig. Ja. Gehen wir mal weiter und ich sehe hier. Oh, was ist das? Da unten. Das ist irgendwie ein Kuttenmann. Und ich mag Kuttenmänner nicht so. Aber da gibt es zwei Kisten. Also. Kämpfen. Angriff. Verlorene Seele. Tja, jetzt haben wir sie ja gefunden.
War es gerade noch ziemlich einfach, die Kämpfe. Energiestein. Heiltrank. So, ich hoffe, hier gibt es auch irgendwelche geheimen Gänge, die man irgendwie zumindest erkennen kann. Aber ist schon lustig, wie wir hier so leicht durchspazieren, aber ich denke mal, das ist wirklich gemacht, damit man am Anfang nicht gleich drauf geht, weil das wäre etwas nervend. Oder es liegt daran, dass der Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen zu niedrig ist. Tja, da werden wir weiterhin mit verlorenen Seelen kämpfen. Der hat uns verflucht. Aha, wir haben keine XP bekommen, wenn wir verflucht sind. Das ist natürlich doof. Aber das können wir ja im Vorhinein nicht wissen. Stürmen. Tja, Stürmen heißt wohl, dass ein voller Angriff gelandet wird. Mal sehen, was heißt das? Wie kann man speichern? Du kannst speichern, indem du direkt im Hauptmenü auf der linken Spalte auf Speichern klickst. Du in einen der Funken des Lichts, wie den hier oben drüber, trittst, du einen Kampf gewinnst, in diesem Fall speichert das System automatisch deinen Spielstand im ersten Speicherslot. Das ist ja eigentlich eine sehr gute Funktion. Da kann man nicht weit zurückfahren. So, aber speichern tun wir trotzdem. Einen Heiltrank finden wir. So. Tja, an den Fässer kommen wir nicht vorbei. Und dann gehen wir mal weiter, oder haben wir drüben was vergessen? Ja, nee, wir sind ja als erstes links abgebogen. Wenn das vielleicht der richtige Weg ist, dann bin ich echt gut. Stürmen! Tja, die machen uns null Schaden. Und die haben auch nur 10 HP, weil der Typ hat gerade mit 2 Schlägen einen Down gebracht. Yay! Das sieht mir hier... Ich erinnere mich, dass man das nach unten klappen kann. Ha, ich wusste doch, hier gibt es geheime Wege. 339 Münzen. Der Sack ist immer noch da, ich möchte mehr. Mehr. Aber ich habe ein Geheimnis gefunden. Mal sehen. Nichts? Ah, okay. Dann müssen wir selber nochmal nachgucken. Klar, es gab kein Zeichen, aber... Komm. Ah, okay. Ist wohl doch nur, wenn man ein Zeichen da hat. Aber ich guck da trotzdem rein, weil dann sehe ich hier nämlich... Hier ist nichts los. Unten scheint schon das Ende zu sein, aber wir wollen ja alles mal gesehen haben. Was ist das? Stürmen! Das ist erst noch keine Herausforderung, aber das sieht nach einem Milchkanister aus. Ein Heilparfüm. Ja, man kann nie genügend Heilparfüm dabei haben, das ist bestimmt nur für Frauen. Ja, hier. Fledermausflügel. Macht sich sehr gut hier unten. Ich weiß nicht, wer hier unten lagert. Oh, das könnte ein etwas gefährlicher Kampf werden, aber wir stürmen gleich weiter. Der Typ ist verflucht. Mal sehen, dann müssen wir mal ein bisschen koordinierter agieren. Habe ich mir noch gedacht, aber jetzt können wir stürmen, wo nur noch einer da ist. Und wir haben ein bisschen Schaden gefressen. Ah, er hat Level Up, jetzt verstehe ich. Das hatte sie dann vorher auch. Ah, mehr Angriff, mehr Stamina, mehr Widerstand. Wobei stark könnte auch Stärke bedeuten. Okay, dann mal gucken. Also hier muss ja was drin sein. Ein Verstandstein. Okay. Klingt ja schon mal interessant. Ein Verstandstein.
Ah, nein, hier gibt's hier nicht. Da sind wir ja doch instinktiv richtig gegangen, als wir hier nach links abgebogen sind. Warum? Tja, scheint, als würde ich hier so ziemlich glücklich durchlaufen. Oder unglücklich. Ich würde lieber in Gassen laufen, wo ich noch nicht war, wo ich nicht weiterkomme, als in Gassen, in denen ich einfach weiterkomme, weil gerade so am Anfang ist es eigentlich ziemlich interessant, wenn man alles macht, was es gibt. Weil das bedeutet im Klartext eigentlich immer, dass man Sachen findet, die man für den ersten größeren Encounter dann einfach brauchen kann. Ein Lebensstein und da hinten war noch was. Statusbalsam. Ich habe schon Staubbalsam gelesen. Wobei ich mich frage, wofür man Staubbalsam auftragen muss. Das ist wahrscheinlich, um eine Stauballergie zu heilen oder so. Tja. Und die Zeit ist bald um. Wir schaffen das noch. Hier den letzten Raum. Komm, da muss was drin sein. Oh, da ist... So. Und dann kämpfen wir uns mal gegen den Untergrund durch. Ha. Der ist kein Problem mehr für uns. Na, kein Gold erhalten, eher 5 XP und sie hatten Level Up. 35, das sind wahrscheinlich die HP, Magie 15, Stamina 66, Widerstand 72 und ja. So, und das war's dann mit dieser Folge. Wir sehen uns das nächste Mal dann, wenn wir diesen Untergrundkeller verlassen. Tschüss!